Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Hört sich an wie ein Plan. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Und hiermit hallo und herzlich willkommen zu Metro 2033. Willkommen zurück. Ein paar Gespräche und Artyom hat erstmal umgehauen. Was ist denn hier? Sind das Artyom! Schwarze? Folgen wir ihm doch mal. Artyom! Ah, okay. Artyom! Ich glaube, der wollte mir irgendwas zeigen in meinem Kopf. Mehr Riechsalz! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Naja. Also, du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Nun ja, also, Kapitel 6 ist ja das letzte Kapitel. Deswegen denke ich, wird das hier so einer der vorletzten Parts sein. Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Naja. Scheiße, ich wusste doch, dass alles so glatt läuft. Was uns Metro noch in der letzten Stunde geschätzt zu bieten hat. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. So, dann können wir auch jetzt können wir unsere okay. Ja, jetzt okay. Haben wir unsere Waffen wieder. Such das erste Diagramm. So, wir laden noch mal alles durch, das ist durch. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Sieht Zeichen so ein bisschen aus wie eine P90. Etwas 3A nach 2D. Flammenwerfer, geil. Dinosaurus. Na komm. Artyom, an die Waffe! Brennt, ihr Schweine! Was auch immer passiert, ich werde kämpfen sterben! Feuer kommt! Ey, schieß mir die Scheiß! Ey, ihr sollt... Ach! Könnt ihr mir die scheiß Dinger hier vom Leib halten und ja okay, na das lief ja schon mal nicht so wie geplant. Ich gehe an die Waffe und ihr schießt mir die Dinger vom Kopf weg, okay? Kann man dazu machen? Nochmal alles nachladen. Vladimir, such das erste Diagramm. Aber hier mit dem Ding haben wir auf alle Fälle genug Munition. 200, das sollte gut reichen. Gut, ich werde einfach mal einfach nur geradeaus draufhalten. Und
Ich hoffe, das reicht. So, Artyom, da kommt nämlich eine Anomalie. Und Feuer! So, wir sehen da unten links. Ja, fertig. Auf. So. Ah, verdammt, ich will hier raus. Warum komme ich hier nicht runter? Egal. Auf mein Zeichen. Feuern wir mal wieder ein bisschen. Stirb, du Drecksviech. Kann ich hier bitte jetzt endlich mal raus? Endlich! Die Tür ist auf! Ah. Beeilung! Los, los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Ja, tolle Kacke. Okay, gestartet! Der typische Trick, einmal draufgehauen und Gott sei Dank. Draufgehauen oder gegengetreten und dann läuft das wieder, ne? Oh, das war knapp. Ja, sehr knapp. Wir haben es geschafft. Das war verdammt knapp. Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Nosalis am Spieß, und zwar gegrillt, sage ich dazu nur, ne? Ah ja, ich nehme ja gerade auf, da habe ich ja eigentlich okay, im Moment Praktikum. Dies ist die Tür, ne? Die nach D6 führt. Das ist schön. Und naja, mein Praktikum ist eigentlich Scheiße. Ziemlich chillig, das heißt, ist das hier dunkel? Ich werde auf alle Fälle dazu kommen, jeden Tag ein Part hochzuladen, indem ich einfach in der Mittagspause wieder nach Hause komme. Dann futter ich hier was und das dann hau ich den Part an. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Und aufnehmen sollte ich dann eigentlich auch jeden Abend hinbekommen. Naja, dann gucken wir mal, was uns im Dungeon, aka Katakomben, erwartet. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Los, los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Verdammt frei! Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns. Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. So, ich nehme einfach mal die... das Schotzengewehr. Okay, das da hinten ist eine Warnleuchte. Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Verderb. Wie Sie sagen, mein General. Immer am Scherzen. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter herum.
Welche Schalter? Die Schalter? Ah! Vorhänglich da. Sind die Schalter gemeint? Ja. Verdammt! War das jetzt schon eine Rakete oder was war das? Da hinten sind noch ein paar Schalter. Macht's nochmal bumm? Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Kann ich hier auch betätigen? Ja, kann ich. Ah, Licht, glaube ich, ne? Ja. Sind noch irgendwo ein paar Schalter? Scheiße! Pass auf, Scheiße, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Wahre Worte. Da kommen sie auch gleich. Wow. Wladimir, du springt er direkt vor mich. Und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. Ja, ich weiß nur leider nicht, wer Wladimir ist. Tut mir leid. Deswegen. Bleibe ich einfach mal so ein bisschen überall. Achso, ich glaube, die haben gesagt, dass ich hinten bleiben sollte, ne? Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ja, dann brauchst du es ja jetzt nicht mehr zu riechen. Ich wünschte, sie würden diese albernen Witze sein lassen. Ach, ich find's ganz lustig. Kommt die jetzt schon wieder von hinten angekrochen? Lassen wir es krachen! Ja, was soll das von? Klappe. Wir werden es schaffen. Ein Glas Mondschein für jeden Nosalis. Wie wir. So, jetzt kommen sie alle angekrochen. Ups, sorry. Schnell nachgeladen, hier haben wir noch 15 Schuss. Ich ziel mal jetzt ein bisschen mehr und gebe nur noch einzelne Schüsselchen ab. So viel vergeudeter Platz. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten. Oh ja, ich werde hier gerade nochmal mir einen neuen Strom machen, während es hier gerade nicht so viel passiert. Kann man ja immer gebrauchen. So. Ist wieder hell. So, kommt da was von oben? Oder von oben? Scheint mal wieder von überall. Aber eher nicht so sehr von hinten. Gut, dass es hier kein Friendly Fire gibt. Ah. So. Ah. Drecksviecher. Naja, ich kann eh nur einmal sterben! Du sagst es, aber... Anscheinend sind wir durch. Schaut ne? mal, was Lieber hinter leben. Dieser Tür ist. So, gucken wir erstmal hier rum. Auf alle Fälle hören wir das. Passen. Jo. Boris! Mein Freund, warum? Okay, dagegen konnten wir nichts tun. Ach so, die Dinger haben 40 Schuss. Geil. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir.
Fällt mir jetzt gerade erst auf. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Boris, das erste Opfer. Das uns aber Munition etc. gibt. Das hat ein Visier. Ah, nee, brauche ich nicht. Ich schieße eh nur auf engem Raum. Da brauche ich kein Ziel. Es war ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Dann gehen wir mal weiter durch die Höhle. Okay. Ich habe vergessen, vor mir eine Uhr liegen eine Pumpstation und ein Abwasserstellen. Wir müssen die Tür öffnen. Egal, zur Not. Okay, los. Okay. Nehme ich jetzt einfach alles am Stück auf. Habe ich auch nichts gegen. So, was? Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr von was? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Offen. Ja, scheint so. Gasmasken auf. Jo. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei, gehen wir. Grün, grün am grünsten. Ah, ha, ha, ha. Hier lag doch noch was. Na, ich hätte wahrscheinlich die gesamte Militärmunition noch verbraten können für normale Munition. Naja. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Verstanden. Die Nosali sind hier. Gezielte Schüsse. Wenige Schüsse. Wupp. Der ist so nah dran, da kann ich auch ein paar mehr Schüsse hintereinander abfeuern. Dass ich dann auch treffe. Wow. Oh, da häng ich irgendwo fest. So, hier brauchen wir noch ein Grillpack. Jetzt gibt's auch einen Sack. Na toll, und natürlich noch 34 Schuss. Kommt hierher. Ich hätte echt mehr kaufen sollen. Vorsicht, Männer! Scheiße! Feuer frei! Ah. Gut, hier haben wir jetzt. Ups, nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich haben. Na, wechsel mal schnell aufs Messer hier. Ihr Metzel, ihr Metzel, ihr Metzel. Man wird zwar wahrscheinlich nicht viel erkennen, aber. Kommt hierher! Aber naja. Gut, dann nehmen wir nur noch den Revolver. Haben wir schon wieder keine Munition mehr, ich glaub's ja nicht. Hier steht aber A und nicht D6. Können wir hier drücken? Ne, können wir nicht. Diese Tür führt nach D6! Sind wir da? Da macht die Tür auf. Sieht ganz so aus. Scheiße, abgeschlossen. Ja, dann tritt auf. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. What? Bist du in Ordnung, Artyom? Au. Gut, wir versuchen zu dir zu kommen.
Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Ja, toll. Und ich hab... natürlich nur noch... wow. Wow, was seid ihr denn für Viecher? Ich renne hier einfach mal ein bisschen. Okay, anscheinend vertragen die Viecher kein Licht. Das ist gut. Denn Licht haben wir ja noch. Los, hier, kriegst du aufs Maul. Tüdelü. Ich will mehr Munition. Okay, hier sind wir falsch. Wo müssen wir denn hin? Na, hier müssen wir rein. Wow. So, wo müssen wir hin? Finden Sie Lösungs. Verpiss dich! Das gibt's aus dem Maul. So, die lasse ich einfach mal links liegen, die habe ich gesehen. Wow, hier will ich lieber nicht auf dem stehen bleiben. Blend, 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 blend. Los, verpiss dich. Verpiss dich. Rabesviech. Ah, ich glaube, die Dinger kann man gar nicht wirklich töten. Also ich werde jetzt hier einfach mal auf die Militärmunition umschalten. Weil ich mein... wow, das hört sich gerade irgendwie anders an. Egal, können wir hier was aufmachen? Ja, können wir. Gut. So, von da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Ah, hey, da seid ihr. Hier! Moin. Ah, gut. Gott sei Dank. Du lebst noch. Ja, Gott sei Dank. Wir haben Stepan verloren. Mist. Hey, Ruhe. Scheiße, was wo habt ihr denn denn verloren? Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Was? Wo denn? Okay. Kann ich meine Gasmaske eigentlich wieder abnehmen? So, ja, anscheinend schon. So. Was zur Hölle? Tja, Einsteigen und mitfahren, sieht will ich mal sagen. Sieht nach einem automatischen System aus. Das schaue ich mir mal an. Weißt du was? Ich komme mit. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Naja. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Ich werde hier auf alle Fälle nochmal neue Energie drauf machen. Ich meine, bei den Viechern, die sahen ja doch schon irgendwie ziemlich gepanzert aus. Und scheinen ja empfindlich gegen Licht zu sein. Das ist gut zu wissen. Und ich glaube, ich scheiße jetzt einfach echt auf Zeit und so und nehme den Kram komplett durch auf.
kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Na ja, dann schauen wir doch mal. Gasmasken, schnell! Oh, jo. Ich wollte gerade gucken, ob wir noch... Nimm meinen Ersatzfilter. Schrotflintenmunition haben. Aber ne, haben wir nicht. Fallfilter haben wir gerade nochmal. Neue Gasmasken bekommen. Also, so ein Filter. Bewegen können wir uns nicht. Und da steht E6. Bewegen können wir uns immer noch nicht. Ja, aber jetzt. Das geht tief. Was sagt denn unser Journal? Begeben Sie sich zur Kommandozentrale und erwecken Sie die Einrichtung wieder zum Leben. 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass also gut auf. Besonders du, Artyom. Ah ja, werde ich machen. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann, Wladimir, bleibt hier und gib Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, okay, verstanden. Verstanden. Dann, jemal. Ich lasse dir gerne den Vortritt, Herr Offizier. Das hört sich nach einem elektrischen Flirren an. Mal sehen, was uns D6 jetzt alles zu bieten hat. Ach, da unten brutzelt's. Ich frage mich, ob eine Sache, die im Buch vorkam, hier auch noch umgesetzt wird. Und wenn ja, wie? Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Ehrlich gesagt nicht viel, ich war noch nie in Russland. Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Das wäre natürlich von Vorteil, ne? Hoffen wir mal, dass uns die Treppen hier nicht unterm Arsch wegbrechen. Naja, wobei, es sind Stahltreppen. 20 Jahre sollten die schon. 20 Jahre sollten die schon aushalten. Scheiße, wir haben kein Licht mehr! Ach, da hinten sieht man ja sogar die Lampen. Das finde ich irgendwie cool. So, gut. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Hier ein paar Checkkarten. Licht oder Trafopult oder sowas. Türen können wir nicht aufmachen. Hier haben wir nochmal einen Metroplan. Hey, Miller! Was ist los? Nichts Gutes! Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Was für ein Vorsprung? Naja, egal. Ich denke mal, jetzt können wir die Tür hier aufmachen. Gut. Ja. Artyom! Da müssten vier Startermotoren sein! Such sie! Okay, suche ich sie. Das sieht mir doch schon mal aus wie der erste, wenn ich hier wieder das Handsymbol bekomme. Da, hier sind ja. Um damit anfangen zu können, musst du erst alle Abdeckungen öffnen. Okay, also erstmal alle Abdeckungen öffnen. Handsymbol und.
Hand? Ich will eine Hand. Hallo. Ich will hier auch eh drücken können. Geht doch. So, ja, die sind ja... Ich dachte, jetzt wird das erstmal noch eine kleine Sucherei, aber anscheinend ja zum Glück nicht so jetzt. Hahaha. Drück die Knöpfe auf mein Zeichen! Welche Knöpfe? Dritter Knopf! Dritter Knopf, der da. Jo, kommt. Und? Nochmal. Ist das so richtig? Ich wiederhole! Dritter Knopf! Da ist doch drei. Oder meint er einen anderen? Dritten? Nee, oder?